Freunde gibt es erstmal nicht, die muss ich entstehen lassen. Das ist auch eine Kunst. Und es ist eben so gesehen auch eine kulturelle Aufgabe, so etwas zu trainieren. Man sieht, dass das Glück abnimmt, wenn das soziale Vereinsleben zurückgeht. Es scheint so, als hätten sozial isolierte Tiere, deren soziale Bindungen schwächer sind, die weniger enge Freunde und weniger Körperkontakt mit anderen haben, ein größeres Sterberisiko. Am glücklichsten sind diejenigen, die wirklich ihre wichtigen Bezugspersonen vor Ort haben, die sie auch treffen können, die sie mal streicheln können und anfassen können. Ich habe mal gehört, mit Freundschaften ist es so, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Es entstehen Kreise. Die äußersten, das sind die flüchtigen Bekanntschaften. Der innerste Kreis ist für die engsten Freundinnen. Und da passen höchstens eine Handvoll rein. Vielleicht sogar nur eine. Und ja, ohne die wäre das Leben ziemlich unerträglich. Aber warum ist das so? Warum genau machen mich beste Freundschaften glücklich? Und wie finde ich eine, wenn ich doch keine habe? Ich treffe drei Menschen, für die Freundschaft eine bedeutende Rolle im Leben spielt. Auf ganz unterschiedliche Weise allerdings. Raquel und Kimia sind beste Freundinnen. Sie kennen sich seit frühester Kindheit. Bis zum Studium haben sie alle wichtigen Lebensstationen zusammen durchlaufen. Kindergarten, Schule, Abitur, die erste Wohnung. Dann wäre ihre beste Freundschaft beinahe zerbrochen. Robin Draganic ist Jazzmusiker. Er hat in vielen Ländern gelebt, viele Freunde gewonnen und auch wieder verloren. In Berlin leitet er jede Woche Jam-Sessions. Als Gastgeber, Menschenfreund und Netzwerker. Wie verändern sich Freundschaften mit dem Älterwerden? Also Pesto fände ich richtig toll. Ich fände ein bisschen Brot vielleicht. Hallo. Oh, Pesto, Limette, Walnuss ist ja geil. Wollen wir das nehmen? Ja, sehr gerne. It's not for me to say. Okay, aber wie ist unser Kassenstand? Unser Kassenstand, wir sind bei 35. Wie finde ich Freunde, indem ich gebe? Ich gebe ein Lächeln, ich gebe etwas aus, ich gebe ein Telefonat sozusagen, ich melde mich. Ich gebe das und ich gebe das nochmal, wenn ich es nicht bekommen habe. Und höre nicht sofort auf, wenn der Tausch nicht stattfindet, wie ich das nun mal gewohnt bin. Es ist kein Tausch, keine Ökonomie, sondern eine Anökonomie. Naja, dem würde ich widersprechen. Ja? Also Beziehungen finden auf einem Markt statt. Investitionen in Freundschaften beispielsweise, das sind nicht nur materielle Dinge, das sind Unterstützungsleistungen, das sind auch emotionale Dinge. Und wenn da aber nie was zurückkommt, dann hat sich die Investition möglicherweise nicht gelohnt. As far as I can see, this is heaven. Habt ihr so eine Dynamik in eurer Freundschaft, dass so einer eher der Kümmere ist oder so? Wie ist eure Rollenverteilung? Auf jeden Fall Kimia. Safe. Ja? Ich glaube, so was ich sozusagen mache oder mich kümmere, ist eher so zum Beispiel, dass ich so Texte von dir lese oder. Ja, voll. Ich habe zum Beispiel mal so eine Hausarbeit für Kimia oder so geschrieben. Ich würde sagen, was so Kümmern von so Versorgung und so Care und so angeht, ist auf jeden Fall. Hat sich das mal geändert oder war es immer schon so? Ich glaube, das ist so. Aber auch ein bisschen vielleicht diesem Altersding zu schulden. Also weil ich halt immer ein bisschen älter war und in der Kindheit war das eben dann doch bedeutend. Das ist ein Unterschied, klar, das ist ja groß. Genau, und dadurch entstehen dann, glaube ich, diese Rollenverteilung. Die haben wir vielleicht so ein bisschen einfach weitergetragen. Seid ihr miteinander so, wie ihr auch mit anderen seid? Also, oder habt ihr das Gefühl, dass du ganz mit... Anders. Das, ja, ganz anders? Würde ich sagen. Echt? Wie unterscheidet sich das? Erzähl mal. Mir und ich haben immer so einen ganz eigenen Humor. Mit, über Sachen, die ich mit Kimia lachen kann, kann ich nicht unbedingt mit anderen lachen. Ja. Weil diese Filter sich so abgebaut haben. Und auch man weiß, dass es so ein geschützterer Raum ist. Ja. Wir können es einordnen. Wir können auch voll gut übereinander lachen. Ja. Also in so einem liebevollen Setting. Ja, doch, voll, auf jeden Fall. Also so die Eigenheiten kennen und dadurch dann so witzig finden. Mhm. Ist denn bei euch irgendwie neben
neben euch und neben all den Freundschaften, die ihr schon im Leben habt, noch Platz für neue Freunde? Ich würde sagen schon. Es ist, also ich habe jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall auch so viele neue Freundschaften auch zusammen mit Kimi geknüpft und auch wir haben uns noch mal so voll den gemeinsamen Freundeskreis auch erschlossen, weil wir davor, finde ich, eher so ein bisschen getrennte Freundeskreise teilweise auch hatten. Ja? Und jetzt haben wir so einen Freundeskreis, mit dem wir auch wirklich so gemeinsam sehr viel Zeit verbringen. Habt ihr das Gefühl, dass man, je älter man wird, schlechter Freunde findet? Neue? Ich würde sagen, es gibt weniger Settings, in denen du mit sehr vielen Menschen zusammenkommst, die irgendwie ähnliche Dinge interessant finden. Aber so diese Studiumzeit, und ich glaube, das ist eine Zeit, in der die meisten so ihre bedeutendsten Freundschaften knüpfen, weil das ja so der selbstgewählte Weg ist. Und dann Arbeitskontexten finde ich tatsächlich schon komplizierter, weil ich das Gefühl habe, da kommen Menschen aus sehr unterschiedlichen Gründen zusammen, warum sie das machen. Die institutionalisierte Freundschaftsphase ist eigentlich die Jugendzeit. Und warum? Naja, weil man natürlich in die Welt rausgeht und da ist man nicht nur am Arbeiten und eine kleine Gruppe, immer die gleichen, sondern da ist auch viel Bewegung, sehr viel soziale Mobilität, sage ich mal, und da ist auch viel Zeit. Die potenziellen Freunde sind immer schon da, wo man ist. Man muss einfach da hingehen, wo man es interessant findet oder wo man sowieso hingeht und da die Augen aufmachen, am Arbeitsplatz oder im Sportverein oder an der Universität beispielsweise. Die Universität ist ja ein Beziehungslabor. Da hat der Kollege Mietje Back an der Uni Leipzig damals eine interessante Studie gemacht. Da hat er gezeigt, dass die Erstsemestrigen, die zufällig miteinander zusammengewürfelt worden waren und nebeneinander saßen in der Erstsemestereinführung, dass die auch eine hohe Chance hatten, später befreundet zu werden. Also räumliche Nähe schafft einfach Gelegenheiten. Wobei jetzt niemand ist ja zufällig irgendwo. Ja? Insofern also ist das immer auch schon Ausdruck der Persönlichkeit, wo man eben ist und wo man die Gelegenheit für Freundschaften findet. Schönen guten Abend, willkommen Berlin. Ein Ort, der das Potenzial hat, Freundschaften entstehen zu lassen, das ist ein Jazzclub wie das B-Flat in Berlin. Robin leitet hier jeden Mittwochabend eine offene Jam-Session für Jazzmusikerinnen aus aller Welt, bei der aus Fremden Freunde werden. Als Session-Host ist Robin dabei so etwas wie Dirigent, Regisseur, Vermittler, Moderator, Therapeut und Problemlöser in einem. Ein Matchmaker und Freundschaftsermöglicher, der Menschen zusammenführt, sie ermutigt, sich aufeinander einzulassen. Gibt es bei so einer Jam-Session Dinge, die gelten, damit das gelingt, genauso wie bei einer Freundschaft und Kommunikation mit anderen auch? Ja, schon. Das Zuhören ist vielleicht die goldene Regel. Wenn du siehst, wie schnell die Leute aufeinander reagieren, wie viel Platz sie lassen, wie inspiriert die sind voneinander, wie geduldig die sind miteinander, das bezieht sich, glaube ich, alles auf Freundschaft. Eine Charakteristik von Freundschaft und diese Offenheit, diese absolute, und das passiert hier zwischen den Musikern auf der Bühne, ganz oft, fast jedes Mal. Ich sehe, das sind wohlwollende Menschen, die hier kommen, mit offenen Herzen, offenen Ohren auch. Und wollen diese Erlebnis haben, auch als kleine Erinnerung, was möglich ist in dieser Welt, was möglich ist zwischen Menschen auch. Zurzeit, ich mache Begegnungen in der Stadt, wo ich sehe, dass Menschen eher zu sind oder ängstlich oder aggressiv. Ich glaube, wahrscheinlich du auch. Ich glaube, das hat zugenommen. Und dann kommt man hier und ist erinnert daran, aha, es ist möglich. Es ist möglich, sich zu öffnen. Es ist möglich, jemands Geschichte zu hören. Und in diesen Zeiten, jeder Tropfe zählt. Wir sind vielleicht nicht so wenig, die offen sind und in guter Hoffnung sind. Erinnerst du dich, als wir Kinder waren und plötzlich hattest du eine Freundin oder Freund und der hat jemand anders gehabt? Das war erschütternd, oder? Mhm. Ich freue mich meines Lebens, wenn ich sehe, dass jemand, der mir wichtig ist, verknüpft sich mit jemand anders. Ich gönne denen das vom Herzen. Und das trifft sich auch auf der Jam Session. Das ist, je mehr miteinander können, je mehr Leute sich öffnen, und ihr Glück, sich trauen, ihr Glück zu zeigen, das potenziert sich. Nach dem Abend bei Robin im Jazzclub bereue ich es ein bisschen, das mit dem Klavierunterricht nicht ernster genommen zu haben. Naja, aber Freundschaften kann ich jetzt zum Glück auch an Orten schließen, für die es kein musikalisches Genie braucht. Zum Beispiel im Bowling Club.
beim Klettern oder im Rugbyverein. Sagen wir mal, ich habe da einen sehr netten Menschen kennengelernt, der mich auch sympathisch findet. Wie wird daraus jetzt eine gute Freundschaft? Welche Skills machen mich zu einer guten Freundin? If you think really what matters in my life the most is being happy, wenn man denkt, dass es im Leben ums Glücklichsein geht, dann wird man alle anderen Güter wie Freundschaft durch diese Brille sehen. Of making yourself happy. So just imagine. Stell dir vor, ein Freund bittet dich um Hilfe und du fragst dich, wie glücklich wird mich das wohl machen? Dann ist das keine gute Freundschaft. You don't really have a good friendship. Einen guten Freund erkenne ich daran, dass er da bleibt, dass er neben mir geht, wenn ich Beistand brauche, vor mir geht, wenn ich selber nicht für mich einstehen kann, hinter mir geht, wenn ich Rückhalt brauche. Mit der Welt des Freundseins entsteht sozusagen eine ganz eigene Welt, die auch eigene Geschäftsgrundlagen hat, die Freiwilligkeit. Ich muss kein Freund sein. Ich muss aber Vater und Sohn sein, Schwiegersohn und so weiter. Und dann gibt es noch mal einen qualitativen Unterschied zum besten Freund mit Blick auf die Unbedingtheit dieser Beziehung. Manchmal sind Freundschaften ja auch abhängig davon, inwieweit Geben und Nehmen sich die Waage halten, inwieweit der Austausch reziprok ist. Und bei engen oder besten Freunden ist es ja so, dass auch mal darauf verzichtet werden kann. Das hat dann schon fast die Qualität von Familienbeziehungen. Was würdet ihr sagen, zeichnet eure Freundschaft aus? Also für mich auf jeden Fall wirklich dieses sehr familiäre Verhältnis und dass uns, glaube ich, eben so ein ganzes Leben verbindet. Also ich glaube, es ist halt keine Freundschaft gewesen, für die man sich so aktiv entscheidet, wie man das vielleicht so im Rest des Lebens macht. Aber gleichzeitig gibt es auch andere aus diesem Friend Circle, andere Kinder, mit denen wir auch aufgewachsen sind, die eben nicht mehr so eng Teil von uns sind. Wir haben uns schon irgendwann gedacht, richtig bewusst füreinander entschieden. Und ich glaube, was ich auch besonders finde, ist, dass ich weiß, Raquel ist einfach so mein Team, also 100%. Und auch mit Fragen, wo ich mich vielleicht, die mir unangenehm sind oder wo ich selber das Gefühl habe, boah, verhalte ich mich gerade cool, kann ich immer zu ihr kommen und weiß, sie wird mir eine ehrliche Meinung geben. Und manchmal ist das auch so hart, aber trotzdem weiß ich irgendwie, ich werde trotzdem noch geliebt und... Och, gut. Was würdet ihr denn sagen, ist vielleicht der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer besten Freundschaft, einer besten Freundin? Vielleicht wirklich so ein bisschen auch Faktor Zeit und an einen Punkt zu kommen, dass eben so diese, dass man sich so seine hässlichsten Seiten zeigen kann, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass man nicht mehr das Gefühl haben hat, in der Freundschaft was leisten zu müssen. Und jetzt seit irgendwie 29 Jahren kennst du alle Potenzialitäten meiner selbst. Und deswegen, genau, ist das irgendwie ein komplexeres, so umfassenderes Bild, was man von dem Menschen hat, was gar nicht mehr so leicht einordnetbar ist. Aristoteles unterscheidet zwischen oberflächlichen Zweckfreundschaften und eben den wahren, den guten Freundschaften. Zumindest mal kann ich sagen, mir geht es wirklich um dich oder aber um die Sache, die wir teilen und es ist ganz nett, dich dabei zu haben. Aber wenn du nicht dabei bist, dann suche ich mir jemand anders und das ist vielleicht trotzdem ganz nett. I actually think that's still a question. Das ist eine Frage, auf die wir noch keine eindeutige Antwort haben. Was ist eigentlich wichtiger? Drei wirklich enge Freunde zu haben oder mit allen gut klarzukommen? Get along well with everybody. Robin ist schon wegen seines Berufs einer, der mit vielen anderen klarkommen muss. Er spielt in den verschiedensten Besetzungen. Wer so viel unter Menschen ist, muss auch mal den Kopf durchlüften und Kraft schöpfen. Zeit für sich allein haben, um sich selbst ein guter Freund zu sein. Deshalb fährt Robin gern raus an einen See und übt Bass unter seinem Lieblingsbaum. Heute darf ich ausnahmsweise mal dabei sein. Robin, malerisch. Schön, dich zu sehen. Da hast du dir einen richtig nicen Spot ausgesucht. Man sucht sich immer ein bisschen Zuhausegefühl. Ich bin aufgewachsen in Ontario und es gab ein Naturschutzgebiet,
unweit von uns. Und da war ich auch gerne. Du kommst eigentlich aus Kroatien, oder? Ja, ich bin in Kroatien geboren, in Kanada aufgewachsen und in Berlin. Gelandet. Gelandet und gereift. Gereift? Ja, wollte ich sagen, ja. Wie ein Wein. Nicht älter geworden, immer besser und besser geworden. Ja, wünscht man sich schon, ja. Ich habe in Libyen gelebt, in der Wüste, als mein Vater in einer Ölfirma gearbeitet hat. In China habe ich 2 Jahre Englisch unterrichtet, in den Mitte 80er. Ich war auch oft in Italien, in der Toskana, als meine Eltern in Ruhestand gegangen sind. Also ich bin gut rumgekommen. Waren die Freundschaften in den verschiedenen Ländern unterschiedlich? Im Grunde nicht. Das, mir bricht nur das Herz, dass ich die nicht fortsetzen konnte. Mit meinen 60 Jahren jetzt habe ich Kontakt mit vielen Freunden und Freundinnen verloren. Das wäre was geworden, wenn ich nicht so eine Weltbummler gewesen wäre. Meine kroatische Tante lebt in Deutschland und sie hat mir erzählt von einer deutschen Märchen, wo der Besitzer eines Hundes verlässt den Dorf und kommt 17 Jahre später zurück. Und der Hund erinnert sich an seinen Herrn. Und sie hat gesagt zu mir, pass auf, diese Leute hier in Deutschland, die halten einen sehr großen Wert auf Loyalität, Treue und langjährige Freundschaft. Wie schafft man, dass es eine Freundschaft langjährig bleibt? Oh, da bin ich überfragt. Ich glaube, ich war in der Tat ein Menschenfreund und sehr freundlich. Aber ich habe mir im Nachhinein vielleicht nicht genug Zeit genommen für diese tiefe Freundschaft. Ich habe hunderte von Kollegen. Ich habe wirklich nicht die Zeit, mit jedem einzelnen Freund hier um See zu gehen. Das würde sehr lange dauern. Aber vielleicht in Gruppen, Partys, Get-togethers, Meetups, Sessions. Deswegen vielleicht mache ich Sessions, weil ich mag das sehr gern, wenn ich merke, Freunde von mir treffen andere Freunde von mir. Ja, das liebe ich auch. Toll, ne? Da wird der Netz stärker. Freundschaft aus Gruppenerscheinung. Ich war mit manchen Leuten nur befreundet in der Gruppe. Niemals 1:1. Dieses 1:1 ist sowieso vielleicht überschätzt. Kein Freund kann alle sozialen Bedürfnisse befriedigen. Ne? Mit dem einen geht man joggen, mit dem anderen geht man auf eine Party, mit dem anderen tauscht man sich intensiv auf. Und wenn wir nun verschiedene Freundschaften haben, dann sprechen wir heute auch von einer Kompartmentierung von Freundschaftsbeziehungen. Wir kennen Freundschaften im Tierreich, auch bei wildlebenden Tieren. Berberaffen im Atlasgebirge kann man zeigen, dass bestimmte Männchen untereinander Freundschaften bilden. Es ist auch sehr spannend zu sehen, dass diejenigen, die Freundschaften haben, deutlich weniger gestresst sind. Sowohl wenn es da um Auseinandersetzungen geht, als auch wenn zum Beispiel im Winter Kältestress kommt. Eine Freundschaft zu haben, ist etwas sehr Positives und tut gut. Aber werden Freundschaften im Laufe des Lebens anders gelebt? Sind die Ausdrucksformen andere, die Orte, an denen sie stattfinden, andere? Ja, für mich jetzt schon. Es ist nicht mehr allzu viel Zeit, eine Freundschaft aufzubauen. Aber dagegen bin ich sehr schnell geworden in nicht Freundschaft aufbauen, sondern Familie erkennen. Also Familie im Sinn von Wahlfamilie. Wie wird man Teil von deiner Wahlfamilie? Es ist rein intuitive Sache. Mein Körper weiß. Wirklich? Ja. Wenn ich mich, oder vielleicht du dich auch, mit jemandem safe fühlst, wirklich safe, auf ein Säugetierartige Ebene. Wenn ich in jemands Gesichtszüge und Ton höre, das bezieht sich total auf Musik übrigens, wenn ich jemands Sound, jemands Ton höre, jemands Phrasierung, jemands Rhythmus, wenn ich mich auf einem basalen Niveau davon nicht bedroht fühle, sondern eingeladen, ein Freund, ein guter Freund. Das ist genau dieser Effekt, den wir als sozioemotionale Selektivität bezeichnen im Fachjargon. Ja? Also Menschen werden im Laufe ihres Lebens selektiver und vielleicht auch sozial kompetenter und auch emotional kompetenter. Sie können besser einschätzen, wer ihnen gut tut. Das ist eben die Kunst, die Lebenskunst des Alterns. Wenn es gut läuft, dann ist es genau so. Bei Schimpansen hat man die Beobachtung gemacht, wenn sie älter werden, dann verändern sie ihren Umgang mit sozialen Beziehungen. Sie konzentrieren sich eher auf eine kleine Gruppe und pflegen enge Beziehungen zu wenigen, statt sich mit jedem herumzutreiben.
Und das passt zu dem, was wir bei Menschen beobachten können. Für die AutorInnen der Studie war das eine Überraschung, zumal Schimpansen vermutlich nicht so sehr ihre Endlichkeit mit berücksichtigen, wie Menschen es tun, wenn sie ihre besten Freundschaften pflegen. Schon interessant, dass im Lauf so eines Lebens viele Freundschaften sterben, aber die meisten still und leise. Oft einfach deshalb, weil man so viel anderes zu tun hat. Anders als in einer romantischen Beziehung kommt es in einer Freundschaft selten zum großen Bruch und zur offiziellen Trennung. Dabei gibt es in jeder Freundschaft kritische Momente. Eine Freundin meldet sich nicht mehr, seit sie in einer Beziehung ist. Die andere hat wegen der Kinder keine Zeit mehr. Und ich habe neulich verpennt, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Wie schafft man es, dass Freundschaften im Stress des Alltags überleben? Unser Leben ist eben doch komplex, so komplex, dass wir nicht immer nur glücklich sein können. Also auch das Unglück gehört zu unserem Leben. Und so ist es auch mit den Konflikten. Wir kommen nicht aus ohne soziale Konflikte. I've never met someone. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Freund hatte, mit dem er immer einer Meinung war. Man findet keinen perfekten Freund. Es gibt immer dieses bisschen Differenz, das das Leben erst interessant macht. Aber man weiß aus der Forschung zu romantischen Partnerschaften hier sehr viel. Wenn sich das so aufschaukelt, dass so ein Teufelskreis entsteht, wo eher die negativen Äußerungen, die positiven überwiegen, dann ist das immer ein guter Prädiktor dafür, dass die Beziehung in die Brüche gehen wird. Ja? Wenn aber solche Konflikte ausgetragen werden in dem Einvernehmen, dass eine sichere Basis da ist, dann ist das an sich ein guter Prädiktor für die weitere Stabilität der Beziehung. Und ich würde denken, dass man das auch gut auf Freundschaften übertragen kann. Glaubt ihr, man muss auch gut streiten können, um eine glückliche Freundschaft zu führen? Ich würde sagen, ja, safe. Also ich würde sagen, unsere Freundschaft hat eine ganz neue Tiefe bekommen in dem Moment, als wir gelernt haben, uns zu streiten. Ich habe in Hildesheim studiert und das war die Zeit, in der wir auch nicht zusammen gewohnt haben. Und habe mich in der Zeit extrem politisiert, habe irgendwie einen ganz neuen Freundeskreis gefunden. Ich bin dann wieder zurück zu Chiemia gezogen und habe irgendwie so gemerkt, mein Blick auf unsere Freundschaft, unser ganzes Aufwachsen hat sich extrem verändert, habe mich krass zurückgezogen, habe aber das eigentlich nicht so wirklich kommuniziert. Das hat dann auch zu einem großen Bruch geführt, der so fast dazu geführt hätte, vielleicht, dass wir nicht mehr zusammenleben können oder wollen. Es kam echt irgendwann zu diesem so Punkt, ich glaube, das war so ein bisschen so dieser neuralgische Punkt, wo ich allen Mut zusammengefasst und wollte eigentlich zu Raquel gehen und so sagen, ich glaube, das mit dem Zusammenleben funktioniert gerade so nicht. Und bin dann so in ihr Zimmer gegangen, wollte das so ganz sachlich gesetzt sagen und dann so direkt. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo wir plötzlich wieder auf einer auch emotionalen Ebene uns dann so begegnet sein konnten. Ja. Und dann hat Kim ja eher so den Schritt gemacht, so okay, vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen daran arbeiten, wie wir mit Konflikten zwischen uns umgehen wollen und dass Konflikte an sich nicht schlimm sind, sondern dass es auch okay ist, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben oder gerade an unterschiedlichen Punkten sind, aber lasst uns so mitnehmen, lasst uns voneinander lernen. In dem Maß, in dem wir uns einlassen auf einen anderen Menschen, ob jetzt in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft, machen wir uns auch verletzbar. Und da der andere vermutlich kein Heiliger ist, keine Heilige, werden wir auch verletzt. Bleiben aber in der Beziehung, um damit zu wachsen und zu heilen und nicht immer wieder auszusteigen. Denn sonst drehen wir immer die gleichen Runden auf dem gleichen Karussell. Es gibt da dieses Buch des chinesischen Philosophen Zhuangzi. Darin hat er ständig Streit mit einem anderen Mann, Huizi. Der ganze Dialog geht so. Zhuangzi sagt, diese Fische sehen glücklich aus. Huizi sagt, du bist kein Fisch, woher willst du das wissen? Zhuangzi entgegnet, du bist nicht ich, woher willst du wissen, ob ich weiß, ob diese Fische glücklich sind? So geht es lustig hin und her. Ich dachte immer, Zhuangzi gewinnt in diesen Gesprächen, bis ich eine neue Einleitung zum Buch las, in der es hieß, basierend auf historischen Fakten scheint es, als wären die beiden beste Freunde gewesen. Sie haben sich wirklich gut verstanden und sie haben es geliebt, miteinander zu streiten. Das hat meine Sicht auf das Buch komplett verändert. Es ging nicht ums Recht haben, sondern um die Schönheit dieser Freundschaft. Dafür sind Freundschaften auch gut, dass man tatsächlich mal eine Andersartigkeit seiner selbst oder des anderen erträgt. Aber ich glaube tatsächlich in einem Maßen. Letztlich suchen wir Freundschaften und wollen ein Freund sein als etwas
wo wir viele Dinge teilen, gemeinsam haben. Du hast als Musiker ja wahnsinnig viele Reisen hinter dir und du warst irgendwie überall. Hat man da irgendwie einen besten Freund und eine beste Freundin oder mit der du immer in Kontakt bist? Ja, ich habe jetzt eine beste Freundin, das ist meine Frau. Doch, dann zählt das? Ja. Wir hatten uns schon 20 Jahre, sie kam auf ein Session und hat wunderbar gesungen. Unsere Spaziergänge wurden immer länger, sagen wir so. Aber wir haben sehr viele gemeinsame Freunde. Das ist, glaube ich, ein absoluter Plus. Was das Leben also glücklich macht, das sind verschiedene intrinsische Güter wie Freundschaft und gute Beziehungen. Aber das Ziel im Leben besteht nicht darin, glücklich zu sein, sondern darin, diese verschiedenen intrinsischen Güter zu sammeln, wie liebevolle Beziehungen, intellektuelle Leistungen oder Spaß, die dann alle zusammen das glückliche Leben ausmachen.